Die im folgenden Beitrag gezeigten Inhalte enthalten einen verfälschten Realitätsbezug und können sogar gänzlich fiktiv sein. Für die Deutsche Bahn sind schwere Zeiten angebrochen. Im Sommer machte sie Schlagzeilen mit defekten Klimaanlagen und mangelndem Personal. Heute ist sie mit den Umbauarbeiten am Stuttgarter Hauptbahnhof auf allen Titelseiten. Das Projekt Stuttgart 21 scheidet die Gesellschaft. Doch was viele nicht wissen, Stuttgart 21 ist nicht das einzige Großprojekt, bei dem ein Bahnhof unter die Erde gelegt werden soll. Andernach 21 ist noch unumstritten. Doch wie werden sich die Meinungen der Menschen ändern, wenn ihnen die Dimensionen dieses Projekts klar werden? Die aktuelle Planung der Bahn sieht eine 15 Meter tiefe Tunnelanlage unterhalb des Andernacher Stadtgebietes vor, deren Öffnungen sich in Richtung Namedy am Kranenberg, in Richtung Weißenturm auf der Höhe des Rasselstein-Werksgeländes und in Richtung Miesenheim in der Nähe des Freibades befinden sollen. Der Andernacher Güterbahnhof soll nach Weißenturm verlegt werden, um weiterhin die perfekte Anbindung der Firma Rasselstein zu gewährleisten. Um die Verkehrssituation am Bahnhof selbst zu entlasten, wird der Busbahnhof an die Position der jetzigen Bahnsteige verlegt. Dazu ist natürlich ein Abriss des Bahndamms erforderlich. Nach Ausarbeitung des Grundkonzepts wurde ein Architekturwettbewerb veranstaltet, den ein renommierter Architekt aus Budapest mit seinem Entwurf für ein filigran strukturiertes Glasdach gewonnen hat. Für diese Konstruktion wird voraussichtlich eine Spezialfirma beauftragt werden müssen, da die Statik des weltweit einmaligen Kuppeldachs für die Ingenieure eine neue Herausforderung darstellt. Das Konzept der Bahn sieht Kosten in Höhe von ca. 1,3 Milliarden Euro vor. Selbiges Konzept spricht auch von einer Fertigstellung des Projektes bis zur Bundesgartenschau im Mai 2011, während unabhängige Gutachter nicht vor 2014 damit rechnen. Da das Rathaus zu diesem Thema schweigt, habe ich mich zu einem Interview mit unserem ehemaligen Bürgermeister Josef Nonn verabredet. Ich treffe ihn jetzt hier im historischen Rathaus. Was bringt die Buga für Andernach? Ja, die Bundesgartenschau 2011 in Koblenz ist natürlich eine Herausforderung. Wir freuen uns, dass die Bundesgartenschau so nah an Andernach durchgeführt wird, sehen da auch Chancen für die Region, aber auch für die Stadt Andernach, wenn es uns gelingt, die Koblenzer, die die Bundesgartenschau besuchen oder die Gäste, die die Bundesgartenschau besuchen, auch nach Andernach zu locken, zu unserem Geysir, zu unserer alten historischen Stadt, zu vielen anderen Aktivitäten, die die Stadt Andernach zu bieten hat. Wir haben mal überlegt, ein Wassertaxi einzusetzen, aber das hat sich nicht realisieren lassen. Vor allen Dingen die Entfernung zwischen Koblenz und Andernach auf dem Rhein ist natürlich groß. Das sind über 20 Kilometer. Das dauert fast eine Stunde, zwei Stunden, bis dass man dann hier wäre. Und dann noch die Schifffahrt auf dem Rhein zum Namedier Wehrt, das Erlebniszentrum, den Geysirsprung als solches. Das wäre etwas zu vermissen. Auf der anderen Seite sind wir als Andernacher ja vertreten auf der Festung Ehrenbreitstein, wie die Region auch, mit dem Vulkanpark, mit vielen anderen Dingen. In den Gärten der Regionen. Dort wird unser Geysir auch präsentiert und ich glaube, das ist ein Blickpunkt, ein Blickfang für die Gäste, dass die dann sagen, ach ja, wenn wir heute Koblenz machen mit der Buga, kommen wir vielleicht nächste Woche nach Andernach und schauen uns das mal da an. Als Alternative für Ihr Wassertaxi haben Sie sich überlegt, dass der Andernacher Hauptbahnhof vielleicht unter die Erde gelegt werden soll. Andernach 21 wird das auch genannt. Wieso wird das gerade jetzt neben Stuttgart 21 durchgeführt? Ja, das ist eine Riesenherausforderung. Ich sagte ja eben, der Weg auf dem Wasser von Koblenz nach Andernach dauert zu lange. Also, was gibt es eine andere, bessere Verbindung, nämlich die Bundesbahn? Und die Chance, die darin liegt, dass wir den Bahnhof Andernach unter die Erde legen, wie die Stuttgarter, liegt natürlich daran, wir beklagen immer die qualvolle Enge vor dem Bahnhofsgebäude, wenn die Busse anfahren, wenn die Taxen dort stehen. Und wir könnten einen riesengroßen Platz schaffen, wo eine Freifläche einlädt zum Verweilen, zum Bummeln, zum Flanieren und das Projekt als solches Bahn unter die Erde, nicht nur der Bahnhof, bietet natürlich auch die Chance, dass wir die alten Gleisanlagen nutzen können für eine Wohnbebauung, für Einkaufsmärkte. Ich denke, die Chance müssen wir unbedingt nutzen, denn was gäbe es Besseres für Andernach, einen freien Blick auf die Altstadt zu haben, wenn man aus dem Bahnhof unterirdisch nach oben kommt und dann die schöne Stadt Andernach erlebt.
Wir wissen, dass das viel Geld kostet und das, was die Bahn bereits begonnen hat, nämlich die Barrierefreiheit der Bahnsteige zu gewährleisten, das sind dann nur Vorarbeiten, das ist nur vorgeschoben. Das sind nämlich die Bohrlöcher, wo man dann in die Erde mit den Fahrstühlen geht. Das hat noch niemand gewusst hier. Ich denke mal, wenn wir das realisiert bekommen, dann sind wir mit Stuttgart 21 in aller Munde. Wie rechtfertigen Sie die Verwendung von Steuergeldern denn für dieses Projekt? Ja, ich denke, das ist ein Jahrtausendprojekt. Überlegen Sie mal, Andernach hat 2000 Jahre gebraucht, um das zu werden, was es heute ist. Vielleicht reden wir in 100 Jahren gar nicht mehr über Eisenbahn, über Verkehrsverbindungen auf Schienen, wer weiß das. Aber dennoch, wir könnten auch dann unterirdisch diese Fläche nutzen für vielfältige andere Aktivitäten. Ich denke, von daher ist der Einsatz der Steuergelder gerechtfertigt. Und überlegen Sie mal, unser Bahnhof in Andernach hat eine wesentlich kleinere Kubatur als der Stuttgarter Hauptbahnhof. Von daher sind die Kosten wesentlich geringer und wir haben nur 7 oder 8 Gleise zu überwinden. Das eine Problem, was ich sehe, dass natürlich dann die Gleisbahn zum Rasselstein nicht mehr aus Andernach bedient werden kann, sondern die müsste dann von Weißenturm Neuwied dann auf den Rasselstein zutreffen. Das tut mir natürlich weh, aber es ist nicht zu umgehen, denn diesen Zug durch die Stadt zu führen, das wäre sicherlich ein Unding. Halten Sie die Durchsetzung dieses Projekts neben den Protesten von Stuttgart 21 denn überhaupt noch für angemessen? Ja, natürlich, weil wir es das Projekt ganz anders angehen. Sie machen jetzt den Start, damit die Öffentlichkeit erfährt, was in Andernach geplant ist. Wir werden ganz eng mit der Bevölkerung zusammenarbeiten, sie ganz nah mitnehmen. Und anders als das in Stuttgart passiert ist, obwohl Stuttgart war auch in aller Munde, aber nicht seit jetzt, sondern seit 15 Jahren, wird dort geplant, wird realisiert, wird überrechnet. Und von daher wollen wir die Bevölkerung aber ganz nah an der Hand nehmen, dass diese Proteste bei uns nicht passieren. Vielen Dank für das Interview. Bitte schön. Das klingt ja nach sehr vielen Vorteilen. Oder trügt der Schein und die Realität sieht ganz anders aus? Vielleicht ändert sich ja die Meinung der Andernacher Bürger, wenn wir sie mit den Tatsachen konfrontieren. Was halten Sie denn von diesen Umbaumaßnahmen? Ja, ich finde, die sind längst überfällig. Ich finde es gut, dass das jetzt gemacht wird. Und wenn es umgesetzt wird, ist es sicher eine sinnvolle Maßnahme. Ja, kann ja eigentlich nur positiv sein. Ja. Also der Andernacher Bahnhof, der ist ja wirklich kein Aushängeschild. Ne? Da sind wir uns ja drüber einig. Was halten Sie von den Maßnahmen? Ja, ich finde es dringend nötig. Also der sieht schon sehr vergammelt und etwas provinzmäßig aus, würde ich sagen, für Andernach. Finden Sie das so richtig, wie das so läuft von der Finanzierung her? Oder? Ja, selbstverständlich. Das ist für Allgemeinheit, also muss die Allgemeinheit zahlen. Gut, das kann ich nicht sagen. Ich finde es grundsätzlich gut, dass Bahnhöfe modernisiert werden, weil viele Bahnhöfe sind noch in einem ziemlich heruntergekommenen Zustand. Und wenn sie auf dem Wege restauriert werden bzw. benutzerfreundlicher gemacht werden, ist das sicherlich im Interesse von allen. Okay, vielen Dank für das Interview. Demonstrationen sind hier noch nicht zu sehen. Aber vielleicht können wir den ersten Schritt machen, dass das Bewusstsein der Andernacher Bevölkerung für die Großprojekte der Deutschen Bahn wächst.